Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Terranil. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute wartet die Kontinentalebene auf uns, und zwar die verstrahlte Siedlung. Mal gucken, was uns dort so erwartet, Leute. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir legen direkt los. Verstrahlte Siedlung, let's go. Jetzt wird's wahrscheinlich nochmal richtig hart. Ich glaube nicht, Logic. Ich glaube, das war's. Also würde ich jetzt sagen, aber lassen wir uns überraschen. Gut. So schön verstrahlt. Bam, 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 bam. Ich muss jetzt hier zumindest nicht so wirklich viel mit dem Wasser arbeiten. Kann Vor- oder Nachteil sein. Gut. Strom. Also, wir probieren erstmal hier, glaube ich, mit dem Zeug hier an die Sonnenblumen schon ranzukommen, oder? Oben rauf, danke. Ach, ich habe noch gar nicht die Sonnenblumen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, theoretisch kann ich auch hier erstmal das hier machen. Ich muss trotzdem das verstrahlte Gebiet, glaube ich, einigermaßen befreien, so wie es aussieht. Okay. Viel wird jetzt dadurch auch nicht hier frei eigentlich. Strahlung geht auf jeden Fall schon gut runter. Man hier wieder auf irgendwas achten eigentlich. Dass ich irgendwas hier, minus 10, also Moos. Moos ist immer so die Geschichte. Tangwälder auch, aber da muss ich nur einmal unter eine gewisse Radioaktivität kommen. Gut, ist jetzt eh die Frage, soll erst die Radioaktivität jetzt runter oder was ist der Plan? Bauen in Strahlung nicht möglich. Strahlung, manchmal ist mit der Strahlung auch ein bisschen merkwürdig, denn manchmal kann ich dann nicht bauen. Obwohl das eigentlich nicht so aussieht, als ob es irgendwie noch im Strahlungsbereich wäre. So, ist glaube ich jetzt die letzte Sache. Ne, 4 von 6. Hängen noch schon mehr als 6 dran. Oder zählen die jetzt nur auf die. Ach so. Ach, ich kann wirklich mit denen einfach nur die Reichweite erhöhen und dann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man halt trotzdem die. Trotzdem halt nur 6 Sachen ran machen kann. Gut, habe ich ein bisschen die Strahlung schon mal hier in den Griff bekommen. Hier hinten müssen wir aber auch noch ran. Dann bauen wir hier. Baue ich einmal dort. Wir die Strahlung erstmal runter haben, ist, glaube ich, ganz gut. Bei wie viel sind wir jetzt? 68. Dreiundsechzig. Dann müsste da noch ein bisschen was weggehen.
48. Oben sieht eigentlich schon gut aus. Hier halt eher noch. Achso, ich soll da so langsam aber sicher auf mein Geld achten. Ja. Sehe ich ein. Dann lass mal ein bisschen was hier holen. An Punkten. Platz 2. Ich würde gerne auf 30 runter. Okay, nice. Dann haben wir das. Weil dann diese eine Sache, wo ich unter 5 Grad sein muss, fertig ist. So, und jetzt ist alles wieder ja doch minus 10. Ah, das ist wieder die Geschichte. Gut, müssen wir die Luftfeuchte noch mal ein bisschen höher kriegen. Aber hey, immerhin, jetzt ist die Stadt soweit schon mal einigermaßen safe. Nochmal schauen. Plus 5, warum nicht? Gar nicht an den Ozean gedacht. Hier unten habe ich auch sehr, sehr viel Platz für das ein oder andere Gebäude. 29. Auch schon ganz schön eng. Big Ambitions. Habe ich mal tatsächlich, glaube ich, auf Steam wurde mir das, glaube ich, einmal vorgeschlagen. Ist es nicht irgendwie so ein Wirtschaftsgame? Man kann so schlecht zwischen den Dingern sehen, ob ich da. Also hier muss ich ja auf jeden Fall Grünzeug hinbauen oder was, ne? Weil das ist ja kein fruchtbarer Boden. Irgendwie schwer zu sehen in der Stadt, finde ich. Wo es sich lohnt, das Gebäude jetzt zu setzen. Er ist bei 51. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen mehr Richtung Ozean tatsächlich gehen, wenn das so... Eigentlich hätte ich doch immer jetzt mit den Dingern bauen sollen. Ein neues Kraftwerk kostet 75. Zwei.
Ist so ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Kannst du mir nochmal anschauen? Das sah irgendwie so ein bisschen trashig aus. Ohne das Böse zu. Ich meine, gut, du hast es auch nicht programmiert, aber. Kannst du mir nochmal genauer anschauen? Ist jetzt gerade für die Prozente, wenn ich ehrlich bin. Minus 20, was? Hast du es gespielt, Wanne? Oder auch nur bei Steam gesehen? Ärgere mich ein bisschen, dass ich hier die Kraftwerke nochmal hingebaut habe. Obwohl wir in dem Level. Naja, gut. Toi, toi, toi. Kann sich ja wieder noch alles ändern. Aber in dem Level hatte ich bisher auch noch nicht die krassen Geldprobleme, die ich jetzt im anderen Level hatte. War eher die Radioaktivität, glaube ich, am Anfang das Problem. Aber die kriegt man ja eigentlich auch gut in den Griff. Hier oben noch einer rauf. Und dann mal wieder ein bisschen Gebiet dribbeln. Ist aber noch so viel, warte mal. So viel Gebiet innerhalb der Stadt, dass es noch gar nicht lohnt, das so richtig zu begrünen eigentlich. 20 Minuten. Vielleicht hier unten noch ein bisschen. Ich meine, es ist plus, ne? Aktuell bist du eh nicht so auf der Suche nach einem neuen Game. Zockst du immer noch Guild Wars, ne? Schau mal, hier oben müsste doch eigentlich auch noch richtig gut ein Dingens reinpassen. %. So, hier oben noch eins. Und dann. Und in Strahlung nicht möglich. Ja, mach weg den Lachs. Sind schon irgendwelche Fische hier angesiedelt. Minus 23. Vielleicht lohnt sich jetzt sogar hier so ein Teil noch reinzuballern mit 20. Gut, sind wir bei 94%. Vom Geld her passt's, glaube ich. Ist 13, sind wir bei 97%. Hier oben geht da noch ein bisschen was. 2, sind wir bei 99% dadurch. Sekunde. Vielleicht kann ich hier auch noch ein bisschen. Nö. Warte, das mache ich rückgängig. Zack. Kann man auch mal nutzen, die Funktion. Minus 2.
Ja, komm. Besser wird's halt nicht mehr. Einer noch. Hier unten zum Beispiel. 100%. Ist dann halt so. So, Wildblumen haben sich angesiedelt. Finde ich schon mal gut. Wir können aber jetzt hier weitermachen. Also Sonnenblumen ist jetzt eigentlich kein Ding. Die haben wir jetzt ja eh schon safe gemacht. Ja. Weiß ja nicht, ob wir irgendwas abfackeln müssen auch mal oder so. Aber die Sonnenblumen kann ich ja jetzt ja nur hier so nehmen. Also mehr kriege ich ja eh nicht. Dann Bambus. Müssen wir auf jeden Fall nochmal in so eine Bude rein. Müssen wir ein bisschen gucken. Lagune und Laubwald fehlt noch. So, Laubwald kann einfach auf so ein Gewächshaus raufgeknüppelt werden. Dann Bambus. Ah, das glaube ich nicht so gut. Haben wir hier nochmal. Ich muss gleich jetzt hier mit den Meeresreiniger mal gucken, wie ich das mache. Genau, da müssen wir auf jeden Fall mit Stein arbeiten. Weil das hier schon wieder... Okay, dann müssen wir hier mal so eine Ton dicht machen. Und da kann das dann rein. Aber Temperatur muss noch höher sein. Okay. Temperatur nach oben kriegen wir hin. 4 Grad, 5 Grad. Ich will jetzt eigentlich nichts zerstören. Obwohl hier einfach nur so eine normale Wiese wäre gar nicht so wild. Ah, es kommen auch Glühwürmchen wieder, na, siehst du wohl. So, jetzt sind die Bedingungen dafür schon mal gut. Plus 12. Wenn ich es noch ein bisschen wärmer mache, Leute, kriege ich noch ein bisschen mehr Bonus. Genau. 12. Zack. Ideal, der Meeresreiniger. Siehst du wohl. Dann würde ich versuchen, jetzt hier noch irgendwie zuzumachen. Das wäre jetzt halt teuer. So. Minus 8. Verdammt. Aber man weiß halt nie, wie groß das Gebiet sein darf. Das nervt halt. Irgendwo noch. Guck mal hier. Hier könnte ich mal versuchen. Dass wir da ein schön großes Gebiet vielleicht zumachen. Wenn es geht. So. Ja, 52. Geil. Schönes Ding. So macht man's, Leute. Okay, vielleicht hier drüben noch eins abtrennen. Keine Ahnung, wie groß wir es kriegen können. Geld wird wahrscheinlich wieder eher das Limit sein. Kostet Spaß. Elf. Bisschen fehlt noch. Vielleicht kann ich am ehesten hier noch mal rüber. So arschteuer, ne?
Aber ja, wenn wir das haben, können wir, glaube ich, schon ans Recyceln wieder gehen. Wissen wir zumindest, wo das Level hinten raus nochmal schön böse wird. 30. Und wir haben es, Leute. Geil, 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 geil. Oh, sehr schön. Dann können wir uns jetzt um das Ökosystem kümmern. Und zwar, das hier muss ich eigentlich auch noch machen. Aber lass uns mal eben kurz erstmal gucken, ob wir die Tiere sehen. Achso, warte mal. Und wo kommt das hin? Relativ mittig. Ich muss das sowieso mit dem Bahnnetz machen. Dann können wir es auch hier machen. So. Dann schauen wir mal. Also, die Schildkröte braucht einfach nur dieses Feuchtgebiet. Nö. Nee. Jetzt hat's geklappt. Okay. Dann der Pfau braucht einfach nur Vegetation. Sehr gut. Der Panda, der muss einfach nur hier beim Bambus sein. Wo haben wir Bambus da? Sehr schön. So, jetzt. Dieser wilde Raubvogel hat seinen Horst in einem hohen Bauwerk in der Nähe einer Beutequelle. Ach so, jetzt wissen wir wieder nicht, was die essen wollen. Der braucht Wald. Ein bisschen mehr noch. Wald passt, aber mehr Wiese, sagt er. Okay, die Otten. Ah, die Otter. 12 Ozeanfelder, 12 Fangwaldfelder. Ja. Ja. Okay, die Sache ist, was fressen denn die Raubvögel? Otten nicht, scheinbar. Also, ein hohes Gebäude. Habe ich noch irgendwo eins übergelassen? Ja, hier. Das passt. Aber was ist denn die Beute von den Vs? Wir's heraus. Nee. Wo hatte ich denn die Schildkröten? Die essen doch keine Schildkröten. Wo waren die Schildkröten nochmal? Nee, was essen die? Die Otten? Okay, vielleicht ist die Beutequelle ja auch gar keins von den Tieren, die ich hier hinsetze. Aber eigentlich ist es immer so, ne? Wildschweine. Was? Die wollen Wildschweine essen? Was sind das für Tiere? Okay, Sekunde mal. Dann muss ich die hier oben irgendwo ansiedeln. Ist auch noch ein hohes Gebäude, sehe ich gerade. Warte mal, da sind doch schon die Wildschweine. Die Adler fressen Wildschweine. WTF. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein Stadtkind. Vielleicht sieht man das ab und an mal auf dem Land, dass so ein Wildschwein von einem Adler mitgeschleppt wird. Keine Ahnung. Gut, Leute, dann lass mal die Luftfeuchtigkeit hochballern. Plus 6. Geldtechnisch. Ja doch, ein bisschen Sorgen müssten wir uns vielleicht machen. Aber wir kriegen ja noch, wir kriegen ja hierdurch nochmal ordentlich Points. 11 plus 8. Ja, nochmal die 11 mit. So, bei wie viel sind wir? Wir sind bei über 50 und weniger als 10 Grad. Ah, ne, sind wir nicht. Wir haben ein bisschen kühler werden.
Ich überlege gerade, ob ich nicht erstmal. Ich glaube, Leute, ich will sicher sein. Ich sollte vielleicht auch anfangen, sonst schon mal ein bisschen was einzusammeln. Nicht, dass wir gleich wieder in blöde Situationen kommen. Die Sachen dürfen bleiben, oder wie sieht's aus? Weiß es nicht. Keine Ahnung, ob die zurückbleiben dürfen. Wer kennt die Adlervielfalt in Deutschland nicht? Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, und dann auch noch ein Wildschwein? Also. Call me interested. Das ist so. Die Reportage würde ich mir angucken. Wo man das sieht. Hätte auch erstmal hier weitermachen können, Leute, ne? Die ganze Scheiße muss ich auch wieder einsammeln. Ach, du Heilige. Hat er den da drüben jetzt mitbekommen? Ich weiß gar nicht. Ach, die Stadtkinder. Für Jessie ganz normal, wenn sie morgens zur Arbeit muss, wird da manchmal auch ein Wildschwein dann so von so einem Adler weggetragen. Ganz normale Leute. So, es muss jetzt einmal ein bisschen kühler werden, leider. Vorsicht, Pandas. Achso, ich brauche Elektrizität dafür, sehe ich ein. So, dann haben wir nämlich Moos an Felswänden und wir haben hier jetzt einfach ein bisschen Schnee liegen. Kommt vor. So, und alles andere ist jetzt einfach nur größer als, ne, ja. Außer die Strahlung, die soll kleiner sein. Passt. Passt, passt, passt. Das heißt, jetzt können wir dann ein bisschen... Feuer machen hier wieder. Auf wie viel Grad muss ich denn? Mehr als 25. Ah, alles klar. Fünf Grad nehmen wir. Nochmal 5 Grad. Jetzt sind wir bei 24. Jetzt können wir auf die Luftfeuchtigkeit gehen. Plus 10. Gibt's hier oben? 7. Ich glaube, die muss einfach nur noch hoch jetzt, oder? Plus 4. Moin. Plus 6. Mehr als 20 Grad. 90 und 85. Ja, ja, okay. Also einmal muss ich noch ein bisschen Temperatur steigern. Und dann Luftfeuchtigkeit geht immer. 7. So, jetzt passt's, ne? Ja. Alles erreicht, was wir erreichen wollen. Gut, dann Leute, passt auf. Wir bauen jetzt dieses Monorail-Netzwerk hier auf. Und dann sehen wir zu, dass wir alle möglichen Sachen einsammeln. Hoffentlich. Nichts vergessen, Grants. Oh. Vielleicht reicht das schon eine Sekunde. Um die Sachen alle einzupacken.
Ach, hier muss ich ja auch. Ja, da muss man so selber hingehen. So, mal schauen, wenn das weg ist, sollte es klar gehen. Ach, hier ist wieder nicht verbunden. Hier wieder. Kein Problem, wir können trotzdem mit der Monorailbahn fahren. Monorail. Ein sicheres Verkehrsmittel. Vertraut mir ruhig. Jetzt ist die wieder von der Bahn hier getrennt worden. Shit. Leute, ey, das Level hier war leichter als das davor, muss ich sagen. Oder? Kam mir auf jeden Fall deutlich leichter vor, wenn ich ehrlich bin. Und ihr wisst, ich bin ehrlich. So, hier, das Ding kann auch schon mal weg. Das hier zu den Pandas. Also ist da mittendrin wieder einer gelassen oder was? Freunde, so geht's ja nun nicht. Einmal mit Profis. Hey Dench, moin moin. So, ich glaube, dann sollten wir es haben. Fünftausend haben wir jetzt einfach schon wieder, ne? Insane. Okay. Alle Arten angesiedelt. Damit dürfte das hier auch auf 100% sein. Die Adler kreisen schon wieder. Die sind auf der Suche nach dem nächsten Wildschwein. Leute, das muss ich aber nachher mal googeln, Alter. Ich meine, so ein Wildschwein ist schon groß. Wenn, dann so ein Frischling vielleicht oder so. Aber auch ein riesiger Adler muss es doch dann sein. Ganz ehrlich, was holt... Ich dachte, ein Kaninchen holt er sich vielleicht oder einen anderen Vogel. Vielleicht auch einen Otten. Aber ein Wildschwein? Leute, saniertes Ödland. Damit dürften die 100% stehen, oder? Ja, Errungenschaft haben wir auch. 100%. Der Adler ist gelandet. Schönes Ding. Renaturierung abgeschlossen. Mit 100%, Leute. Können wir uns zufrieden geben. GG. Damit haben wir es tatsächlich, glaube ich, durchgespielt, wenn ich das richtig sehe. Und da liege ich richtig. Das war's dann, Leute. Wir haben alle Level durchgemacht. 100% erreicht. Was will man mehr? Es war auf jeden Fall ein wilder Ritt, ey. Richtig durchgeballert. Einfach in einem Stream das Game. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Videos. Falls es so ist, lasst gerne ein Like da. Lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns dann in einem anderen Projekt. Hier ist erstmal Feierabend. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann, ja, in einem der nächsten Videos. Bis dahin, bye bye.